An den Wochenenden zwischen dem 9. und 17. März fand das diesjährige Jugendvolleyballturnier in Neuland statt. Der Menefepa-Verband organisiert einmal im Jahr dieses Turnier unter den Jugendmannschaften der drei Chaco-Kolonien Menno, Fernheim und Neuland. Die Vereine, die daran teilnehmen, sind der MSV, PSV und LSV aus Menno, der FSV aus Fernheim und der DBN aus Neuland. Sowohl bei den Damen- als auch bei den Herrenmannschaften wurde nach dem Prinzip jeder gegen jeden gespielt. Der MSV sicherte sich den ersten Platz in beiden Kategorien. Bei den Herren schaffte es der PSV auf den zweiten Platz. Bei den Damen spielten der PSV, FSV und der DBN noch einmal den zweiten Platz aus, nachdem alle drei Teams die gleiche Punktezahl erreicht hatten. Der FSV sicherte sich dann nach zwei gewonnenen Spielen den zweiten Platz. Die spannenden Spiele und die Tatsache, dass der zweite Platz noch einmal unter drei Teams ausgespielt werden musste, zeigen, dass das Niveau der Mannschaften in diesem Jahr mehr oder weniger ausgeglichen war. Daran erkennt man die gute Förderung dieser Sportart in den einzelnen Vereinen. Alles deutet also darauf hin, dass man auch im nächsten Jahr mit einem sehr spannenden Turnier rechnen darf.